Zäune, Kameras, Wachhunde und Sicherheitspersonal. Die Flüchtlingspolitik des niederösterreichischen FPÖ-Landesrats Gottfried Waldhäusl ist umstritten, besonders nach dem Wirbel um das Asylquartier für unbegleitete Minderjährige in Drasenhofen. Waldhäusl setzt auf einen Maßnahmenplan. Im Zentrum stehen dabei Sicherheit und Kontrolle, auch bei den Ausgaben. Es wird hier sehr viel Geld ausgegeben und da ist wichtig, dass wir hier auch ganz genau wissen, wo wird es ausgegeben, ist es berechtigt oder kann es auch in Niederösterreich zu Missbräuchen kommen. Auch im Büro Waldhäusl. Der FPÖ-Politiker ist seit März Asyllandesrat. Mitte Mai beauftragt sein Büro eine Sicherheitsfirma damit, rund 400 abgelehnte Asylwerber bei deren Rückkehr zu beraten. Der Name der Firma: National Security Austria, kurz NSA. Das war im Zusammenhang mit den negativ Beschiedenen, die wir natürlich zu beraten hatten, um sie dann auch aus der Landes zu bringen. Aber dazu war eine Rückkehrberatung notwendig. Das war mit den bestehenden Einrichtungen in dieser Zeit nicht möglich. Und daher haben wir uns damals dieser Firma bedient. Gegründet wurde die Sicherheitsfirma NSA von den ehemaligen Polizisten Gerald W. und Wolfgang H. Brisantes Detail: die beiden Geschäftsführer stehen seit November wegen mutmaßlich versuchten schweren Betrugs vor Gericht. Fraglich bleibt, wie die NSA zu den Aufträgen aus dem Büro von FPÖ-Landesrat Waldhäusl gekommen ist. Ein von der NSA engagierter Berater erhebt gegenüber Addendum schwere Vorwürfe: Schwarzgeldzahlungen. Nach seinem Abschlussbericht zu den Rückkehrberatungen habe er, wie vereinbart, eine Honorarnote über 12.000 Euro gestellt. Doch dann sei die NSA noch einmal an ihn herangetreten und habe verlangt, dass er eine Rechnung stellt und das Geld später in bar an die NSA-Führung retourniert. Weil sie das brauchen, dieses Geld. Und er hat das Schwarzgeld genannt. Wir brauchen ein Schwarzgeld. Und auf die Frage, warum sie das Schwarzgeld bräuchten, haben sie mir geantwortet: Glaubst du, dass diese Aufträge am Baum wachsen? Dafür muss Geld fließen. Dafür muss man zahlen. Und damit war für mich klar zu diesem Zeitpunkt, die schmieren dort irgendwen im Büro vom Waldhäusl, damit sie eben zu diesen Aufträgen kommen. Wir fragen bei Landesrat Waldhäusl nach. Herr Landesrat, Sie können ausschließen, dass es da irgendwelche Gegenleistungen gegeben hat von der NSA für diese Aufträge. Entschuldigung, welche Gegenleistungen? Nein, eine Frage. Schließen Sie aus. Ich kenne keine Gegenleistungen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen des Verdachts auf Untreue und Bestechung. Der Subauftragnehmer der NSA will keine Scheinrechnungen gestellt haben. In Wirklichkeit ist korrekt abgerechnet worden mit mir, aber es war der Plan, dass ich mitspielen hätte sollen beim Generieren von Schwarzgeld. Ich bin auch hundertprozentig überzeugt, dass sie irgendeinen anderen Weg gefunden haben, dieses Schwarzgeld zu produzieren, aus einem ganz plausiblen Grund, weil sie mir direkt gesagt haben, ohne Geld gibt es diese Aufträge nicht. In einer ersten Reaktion weist das Büro Waldhäusl die Vorwürfe als halt- und substanzlos zurück. Laut dem NSA-Berater soll ihm die NSA noch weitere Aufträge in Aussicht gestellt haben. Sie haben zu mir gesagt, du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt. Das sind ja gewaltige Aufträge. Du wirst im Herbst für keine anderen Firmen mehr arbeiten können, weil wir beschäftigen dich rund um die Uhr. Wir kriegen Aufträge vom Waldhäusl Ende nie. Tatsächlich bekommt die Sicherheitsfirma noch zwei weitere Aufträge vom Büro Waldhäusl. Unter anderem soll die NSA Quartiergeber in Sicherheitsfragen beraten. Dazu verstrickt sich Peter Annerinhof, Leiter der Abteilung Personenstandsangelegenheiten, bei einer Asylpressekonferenz Ende November in Auffälligkeiten. Es sind drei Aufträge, ist das richtig? Darunter auch die Rückkehrberatung, dann der zweite Auftrag, die Beratung von Quartiergebern und der dritte Auftrag wäre dann? Es gibt keinen dritten Auftrag in dem Sinne. Laut der niederösterreichischen Zeitung Mein Bezirk gibt es allerdings einen dritten Auftrag, und zwar in Höhe von bis zu 70.000 Euro. Die NSA soll für Waldhäusl eine modellhafte Integrationsstrategie im Waldviertel entwickeln. Öffentlich ausgeschrieben war keiner der Aufträge. Das war nicht auszuschreiben, weil es weit unter den dazu vorgesehenen Schwellen liegt.
also unter 100.000 Euro. Insgesamt liegen alle drei Aufträge bei einem Gesamtvolumen von 155.000 Euro. Die Anwälte der NSA sprechen bis zuletzt von lediglich zwei Aufträgen, für die die NSA rund 50.000 Euro bekommen haben will. Die Sicherheitsfirma bestreitet die Vorwürfe, wonach Kickback-Zahlungen geflossen sein sollen. Auffällig ist auch, beim größten privaten Unterkunftgeber, der SLC Asylcare in Lilienfeld, sind Mitarbeiter der NSA im Einsatz, als Securities. Herbert Eder leitet die Geschäfte der SLC Asylcare. Trotz mehrfacher Anfragen möchte sich Eder zur Zusammenarbeit mit der NSA nicht äußern. In einem Telefonat will er aber festhalten, dass sich das Land die 24-Stunden-Überwachung gewünscht habe. Die Asylkoordinationsstelle, sie untersteht dem Büro Waldhäusl, habe drei Viertel dieser Kosten getragen.